Das ist noch gar nicht so lange her, doch erscheint es uns wie eine vergangene Welt, wie ein verlorenes Paradies der Mobilität, was jüngst in den letzten 4, 5 Monaten passiert. Da dachten wir noch, die höchste Form menschlicher Zivilisation war mit dem PKW erreicht. Direkt von der Wohnung in die beheizte Garage, auf dem vorgewärmten Fahrersitz Platz nehmen, mit der Fernbedienung das Tor zur unwirtlichen Welt da draußen öffnen, hinaus in Regen und Schnee. Drinnen aber in der Fahrgastzelle bullert die Autoheizung vor sich hin und man lauscht den sanften Klängen des CDE-Abspielgerätes. Zuweilen gründelt ein Finger, Gedanken verloren im Nasenloch. Oder die After-Rosette öffnet sich für einen olfaktorischen Wimpernschlag. Stimmt das Gebaren anderer Verkehrsteilnehmer nicht mit den eigenen Vorstellungen von Recht und Ordnung überein, brüllt man ungesühnt die übelsten rassistischen, frauenverachtetsten und körperöffnungsbetontetsten Wörter gegen die Windschutzscheibe. Nach einer Zeit komfortablen Dahinrauschens hat man sein Ziel erreicht, findet dort selbst sofort eine geschützte Abstellfläche für das Gefährt und schreitet wohlgelaunt und immer noch frisch pomadisiert ins Büro. Those were the days, my friend, and we thought they never end. Es ist heute ungefährlicher, sich von 4 dunkelhäutigen Migranten auf einer Sänfte durch die Innenstadt tragen zu lassen, als mit einem Diesel-Pkw zu befahren. Die Umwelt-Taliban haben zum Angriff auf den Selbstzünder geblasen und die arrogante Autoindustrie tut alles, um ihnen Recht zu geben. Und so geht die Diesel-Saga. Dreckschleudern vergiften unschuldige Pedalisten in den Städten und nähren sich vom Dieselprivileg, so heißt die Mineralsteuer für die Bösen. Wie immer, neuen faulen Kompromissen versuchen die Diesel-Ongs, ihren unabwendbaren Schicksal zu entgehen. Doch die weißen Ritter mit den Fahrradhelmen haben längst die Meinungshoheit erobert. Hingeschlachtet durch selbstverschuldete Schmuddelsoftware liegen die Aufsichtsräte im Feinstaub ihrer Motoren. Auf der einen Seite regiert das Böse, genannt die Dreckschleudern, auf der anderen das Gute, mit Namen E-Mobilität oder Fahrradinfrastruktur. In der Welt der Guten und Nachhaltigen spannt sich zwischen A und B die Mobilitätskette. Das ist eines dieser vorgeblich modernen Errungenschaften, die bei näherer Betrachtung komplett für den Arsch sind. Das Auto gilt als stickoxidimitierende Dreckschleuder für weiße, fleischfressende Männer. Die Mobilitätskette ist weiblich, vegan und ressourcenneutral. Bei Licht besehen friert man sich den Arsch ab, wird vom LKW übergemöllert oder erstickt im Achselschweiß mitreißender Müffelprivaten. Doch im Einzelnen, in Outdoor-Plastik gewandet, wuchtet man das City-Cruiser-Bike aus dem Keller und stellt sich dem brutalen Struggle for Survival auf der Straße, um lebend die 3 Kilometer entfernte Bahnstation zu erreichen. Dort faltet man das Öl- und Hundeschiss-kontaminierte Zweirad auf fahrpreisneutrales Packmaß und buxiert es in die verspätete Bahn. Dicht an dicht drängen sich finster dreinblickende Untote im Gang, vor sich hin röchelnd und immer wieder den morgendlichen Rotz die Nase hochziehend. 4 schrötige Kontrollgorillas pumpen jeden Fahrgast an und der mehrfach unbegabte Musiker haut unaufgefordert die nächste Strophe raus. Selbst wenn man weder zusammengeschlagen noch vom Niederflurhund angekackt wird, muss man diese Form der Ortsveränderung wirklich wollen. Nach einer Viertelstunde Fahrt verlässt das Mobilitätskettenglied, übersät mit Viren und Bakterien aller Herren Länder den Waggon und bewältigt den letzten Teil der Strecke auf Schusters Rappen, das nunmehr eher hinderliche Rad durch die Masse der anderen Trottel lenkend. Endlich am Ziel stinkt und trieft der moderne Mensch wie sein Vorfahrer aus der letzten Zwischeneiszeit, mit dem Unterschied, dass man ihm im Prekarier-Shuttle die Geldbörse stahl. Das wäre dem Neandertaler zumindest nicht passiert. Hat das Auto dagegen überhaupt noch eine Zukunft? Ja, wenn man den Menschen nur noch als Paket befördert und alles andere zentral steuert übers Internet. Als ob nicht schon genug entmündigt wurde durch den Staat mit seinen abertausend Vorschriften zur Lebensgestaltung zwischen Mülltrennung und veganem Vögel nur noch unterm Fahrradhelm. Jetzt fällt einem auch noch die Autoindustrie in den Rücken. Seltsamerweise nennt sich dieses obrigkeitsgelenkte Fortbewegungsmittel autonomes Fahren. Wozu? Hat sich jemals einer beklagt, dass er am Steuer sitzt? Im Gegenteil gibt es eine beklagenswertere Rolle als die des Beifahrers. Hinnehmen müssen, was der Cretin am Volant sich da zusammenorgelt. Bei jedem Gangwechsel zuckt das eigene Gekröse.
und möchte am liebsten das Handschuhfach vollreiern. Jeder nicht überholte Bleiern vor sich hin trödelnde Rentner treibt einen als Beifahrer den Wahnsinn. Ich bin auch noch die eigene Gattin, Mutter aller Klischees. Beim alleinigen Anblick des Ortseingangsschildes am Horizont, dem Boliden auf 40 km/h herunterbremst, dann frisst der Beifahrerfrust blutige Sicken in die Magenschleimhaut. Man darf ja nichts sagen, wegen des Ehefriedens. Schwört aber insgeheim, den Roche nie mehr ans Lenkrad zu lassen. Umgekehrt treibt es das Eheweib in den Wahn, wenn es auf dem Todessitz miterleben muss, wie der fette Kapaun zur Linken den Asphaltrambo raushängen lässt. Selber Herr oder Frau der Maschine sein, darauf kommt es an. Das ist das Wesen des Autofahrens. Wenn ich kotzen will, kann ich ja fliegen. Und wenn ich mich rundherum über alles ärgern und aufregen möchte, dafür gibt es ja die Deutsche Bahn. Wenigstens im eigenen Pkw möchte ich die Illusion bewahren, meines eigenen Schicksals Schmied zu sein. Schon von Kindesbeinen lenken wir irgendwas. Bobbycars, Dreiräder, Autoscooter. Als Erwachsener wollen wir lieber Lenkungsaufgaben wahrnehmen, als uns bei Zalando autonom in den Arsch treten zu lassen. Lenken ist ein menschliches Grundbedürfnis. Irgendwohin transportiert zu werden, ist was fürs Schlachtvieh. Wer nur hat den Autokonzernen eingeredet, der Markt dürste nach autonomen Selbstlenkerautos. Der Markt war es selbst. Denn wenn die Leute schon keine Stromautos kaufen, dann muss man denen irgendwas anderes andrehen. Der Verweis auf die gesteigerte Sicherheit hat bisher noch jeden Schwachsinn unters Volk gebracht. Deshalb nun aber sage ich euch, der autonome Gefangenentransporter wird über uns kommen wie einst die ägyptischen Plagen und das Reifenluftdruckmanagement. Und wir werden uns fügen und still und leise in die Tüte kotzen, wenn der Autopilot wieder mal unverhofft in die Bremsen tritt. Amen.